Die haben sie kaputt gemacht. Wer die? Im Gefängnis. So lange, bis sie sogar versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Sie glauben, jemand hat Ihre Schwester in den Selbstmord getrieben? Ja. Wer? Wer? Ihre Kollegen. Die wollten die kleine Türkin einfach fertig machen. Sus. Ist doch so. Ist das nicht dieser Voodoo? Keine Ahnung. Los, Kiel! Zu der Dusche. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Verdammt nochmal, warum hast du das getan? Das Schwein hat meine Schwester umgebracht. Woher willst du das wissen? Weil wir nach ihm suchen? Vielleicht ist er der Letzte, der den Täter gesehen hat. Er hat's mir gesagt, er hat es zugegeben. Dir ist schon klar, dass du dir eben beinahe dein Leben ruiniert hast, ja? Ist das zu viel für mehr als Leben? Sag mal, bist du verrückt? Was hat denn das mit mir als Leben? Es tut mir leid! Aber nur, dass sie nicht 2 Minuten später gekommen sind. Das bin ich nicht. Ich war an dem Tag gar nicht in der Stadt. Ich wette, du hast Zeugen. Das war ich nicht. Warum soll ich meine eigene Schwester erschießen, hm? Das hätte ja niemand behauptet. Aber Meral wurde mit deiner Waffe ermordet. Und ich will jetzt von dir verdammt nochmal wissen, wie Bodo Kiel an deine Waffe gekommen ist. Das bin ich nicht. Und das ist auch nicht meine Waffe. Gut. Was ist das? Das ist die Kugel, die deine Schwester getötet hat. Was soll das jetzt? Wenn so ein Projektil mit einer Geschwindigkeit von fast 400 Metern pro Sekunde auf einen Schädel trifft, hören Sie auf damit. Die Aufschlagkraft beträgt mehrere Tonnen. Zuerst wird die Schädeldecke zertrümmert. Sie sollen aufhören! Ja, ich habe den Mann überfahren, weil ich das Geld gebraucht habe. Aber ich weiß nicht, wie Bodo an die Waffe gekommen ist. Ich weiß es nicht! Ich war an dem Abend mit Meral verabredet. Er hat sofort gemerkt, dass was nicht stimmt. Als ich ihr dann von dem Überfall erzählt habe, hat sie mir die Waffe sofort abgenommen. Wann war das? Das war kurz bevor sie verhaftet wurde und im Knast landete. Ich dachte, die hat die Waffe weggeschmissen. Ich konnte nicht ahnen. Du hast behauptet, Bodo Kiel hätte dir den Mord an deiner Schwester gestanden. Aber er war es doch, oder?